Welche Liga ist die beste Liga der Welt? Wir werden es heute zusammen rausfinden in FIFA 23 und lassen jede Liga gegeneinander kämpfen. Dabei wird jede Liga durch einen Verein repräsentiert, aber bei diesem Verein spielen die besten Spieler der kompletten Liga zusammen. Gewinnt dann die eine Liga gegen die andere, bekommt der Gewinner den besten Spieler der Verliererliga. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wer sich hier am Ende des Videos durchsetzen wird. Wir starten mit der ersten Liga. Ich habe hier jede Liga drauf aus ganz FIFA 23. Und wir starten mit der ukrainischen Liga, repräsentiert durch Schachtja Donetsk. Und die werden Richtung Süden attackieren. Und das bedeutet, die ukrainische Liga wird gegen die türkische spielen. Links sehen wir das All-Star-Team aus der ukrainischen Liga. Rechts sehen wir das All-Star-Team aus der Super League. Und dann lassen wir die beiden gegeneinander spielen. Und am Ende des Tages setzt sich tatsächlich Schachtja Donetsk mit 4:3 gegen Galatasaray durch. Und damit bekommt Schachtja Donetsk Mertens von Galatasaray. Und nicht nur das, die Super League ist damit raus aus dem Rennen. Und die ukrainische Liga macht die ersten Meter. Das wird heute also wirklich ein extrem spannendes Ding. Und dieses Mal machen wir weiter mit der ungarischen Liga. Repräsentiert durch Ferenc Varosi, der einzige Verein aus der Liga. Das bedeutet, das nächste Duell ungarische Liga gegen die österreichische. Wer wird sich durchsetzen? Die ungarische Liga oder die österreichische Liga? All-Star-Teams gegeneinander. Und am Ende setzt sich die österreichische Liga durch. Keine riesige Überraschung, um ehrlich zu sein. Und damit geht die einzige Goldkarte an die österreichische Bundesliga. Damit verabschiedet sich die ungarische Liga und Österreich macht die ersten Meter. Die nächste Liga, die an den Start geht, Arabische Emiraten. Und für die geht's Richtung Westen. Und das bedeutet, für die geht's Richtung Indien. Was ist das für ein Duell? Und die Arabischen Emirate setzen sich mit 3:0 durch gegen die indische Liga. Indien damit raus aus dem Rennen und die Arabischen Emirate brauchen keinen Spieler von der Liga, weil die alle schlechter sind als das beste Team, was sie haben. Aber das Land nehmen sie natürlich trotzdem ein. Und damit drehen wir wieder am Glücksrad. Und wenn dir die Idee gefällt und du weitere Videos von der Art sehen willst, dann drück jetzt auf Abonnieren, denn knapp 60% meiner Zuschauer schauen meine Videos, haben meinen Kanal aber noch nicht abonniert. Und wir machen weiter mit einer Liga, die wir bereits hatten. Und dieses Mal geht's für die ukrainische Liga Richtung Süden. Also die ukrainische Liga gegen die rumänische Liga. Die ukrainische Liga mittlerweile mit Dries Mertens gegen die rumänische Liga. Und die ukrainische Liga macht weiter Meter, setzt sich mit 3:1 durch. Damit muss sich Rumänien verabschieden. Und die ukrainische Liga ist hier mittlerweile gut am Führen. Über 30 verschiedene Ligen gibt es in FIFA 23, aber nur eine wird sich am Ende des Tages durchsetzen. Dieses Mal geht's zu Korea, die K-League. Und für die geht's Richtung Süden. Und das bedeutet, die Männer reisen nach unten Richtung A-League Australien. Die koreanische Liga gegen die australische Liga. Wir gehen rein, wir simulieren das Ganze. Und durchsetzen wird sich die koreanische Liga mit 3:2. Enge Kiste. Also ich würde sagen, die Reise hat sich gelohnt. Denn die koreanische Liga übernimmt Australien. Und damit geht's für Nani von Australien nach Korea. Wann sehen wir das erste Mal eine der Top 5 Ligen? Ich bin sehr, sehr gespannt, denn dann geht das Ganze erst richtig los und es ist der Fall. Wir starten mit der Premier League und das könnte jetzt interessant werden. Denn für die Premier League geht es Richtung Osten. Und das bedeutet Premier League gegen Eredivisie. Die besten Spieler der Premier League vereint beim FC Liverpool gegen die besten Spieler der Eredivisie vereint bei Ajax Amsterdam. Und das ist das erste Spiel, was wir nicht simulieren. Wir schauen es uns zusammen an. Die Eredivisie All-Stars von links nach rechts. Oh mein Gott, das ist das 1:0 für Ajax. Was sehen meine Augen? Die Eredivisie führt mit 2 Toren. Mo Salah mit dem Anschlusstreffer. Boah, Son macht es super. 2:2. Unfassbar. Das sieht gut aus. Casemiro macht ihn nicht. Das kann die Chance sein. Probe in der 119. mit dem 3:2. Und das Spiel ist aus. Die Eredivisie schlägt die Premier League, die vermeintlich beste Liga der Welt. Unfassbar. Die Premier League damit raus aus dem Rennen. Und damit geht die Premier League an die Eredivisie. Und nicht nur das, auch Kevin De Bruyne geht zu Ajax Amsterdam. Also das war schon mal die erste riesige Überraschung in diesem Video. Ich glaube es selber nicht. Und wir machen weiter mit der Ligue 1. Und für die Ligue 1 geht es Richtung Westen. Das bedeutet Mbappé, Messi und Co. gegen die Eredivisie. Damit haben wir die Eredivisie mit De Bruyne gegen die Ligue 1, also komplett Paris. Und wir werden dieses Spiel simulieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich die Eredivisie auch gegen die Ligue 1
durchsetzen kann. 1-0 Paris, Mbappé. Und das ist das 2-0 durch Mbappé. Ich denke, das Ding ist durch. Das Spiel ist aus. Die Ligue 1 gewinnt 2-0 gegen die Eredivisie. Und damit ein ganz wichtiger Sieg für die französische Liga. Denn die macht mit einem Schlag richtig gut Meter. Und außerdem sichern sie sich damit De Bruyne. Ein unglaublich starker Transfer. Wir machen weiter mit der österreichischen Bundesliga. Und zwar in Richtung Süden. Das heißt, die österreichische Bundesliga gegen die kroatische Liga. Die österreichische Bundesliga gegen Dinamo Zagreb, der einzige Verein, den es in FIFA in der kroatischen Liga gibt. Und durchsetzen wird sich am Ende des Tages tatsächlich die kroatische Liga. Ganz liebe Grüße gehen raus an alle meine österreichischen Abonnenten, aber ihr seid leider für heute ausgeschieden. Ein durchaus starker Sieg für Kroatien. Und natürlich bekommt die kroatische Liga den besten Spieler aus der österreichischen Bundesliga. Wir haben noch einige Kämpfe vor uns und dieses Mal geht's nach Griechenland, Hellas Liga. Und die attackieren in Richtung Osten. Die griechische Liga gegen die ukrainische. Die Hellas Liga gegen die ukrainische Liga, die schon einige Partien gewonnen hat. Aber diesmal verlieren sie gegen die Hellas Liga. Unfassbar. Der Run der ukrainischen Liga damit beendet. Und Griechenland schnappt sich hier ein paar Länder, sagen wir es einfach mal so. Und Dries Mertens wird wieder weitergereicht. Und zwar von der ukrainischen Liga in die Hellas Liga. Die nächste Liga, die ran darf, ist wieder die Ligue 1. Oh oh. Und zwar geht's für die Richtung Norden. Also geht's für die Ligue 1 nach Schottland. Im Normalfall sollte das trotzdem kein Problem für die Ligue 1 werden mit KDB in ihren Reihen. 3-0 und KDB netzt sogar. Damit verabschiedet sich die schottische Liga und die französische Liga ist auf einem guten Weg, zumindest heute die beste der Welt zu werden. Wir machen weiter mit der saudi-arabischen Liga. Das heißt, Ronaldo darf das erste Mal zocken und der Mann darf Richtung Westen reisen. Und damit geht's auf einen anderen Kontinent. Die saudi-arabische Liga gegen die kolumbianische. Jetzt ist die Frage, wird Ronaldo seine saudi-arabische Liga zum Sieg führen? 1-1, aber 4-3 nach Elfmetern für Al-Nassr. Glück gehabt. Also das wäre auch wirklich kurios gewesen, aber die kolumbianische Liga ist raus. Und damit sind die Saudis jetzt in Südamerika vertreten. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wir machen weiter. Und zwar machen wir weiter mit der Superliga aus Dänemark. Und zwar Richtung Westen. Und da lassen wir die Superliga erstmal mit viel Fantasie hier Richtung Westen gegen die Elite-Serien antreten. Best of Dänemark gegen Best of Norwegen und Dänemark setzt sich mit 4-1 durch. Dänemark könnte also Skandinavien übernehmen, zumindest Norwegen gehört erstmal ihnen. Langsam aber sicher werden es immer weniger liegen auf unserem Glücksrad und es geht weiter mit den Arabischen Emiraten Richtung Süden. Für die Männer geht's also nach Australien bzw. gegen die K-League. Und am Ende des Tages setzt sich tatsächlich Arabische Emirate auch gegen die K-League durch. Das hätte ich jetzt nicht wirklich gedacht, ehrlich gesagt. Müssen wir also wirklich vor der Liga Angst haben? Wir werden es heute rausfinden. Nani wird schon wieder weitergereicht und zwar zu Al-Ain FC. Wann sehen wir das erste Mal die Bundesliga? Da habe ich Bock drauf. Wir machen aber wieder weiter, schon wieder mit der Arabischen Emirate-Liga. Und zwar Richtung Südwesten. Die Arabische Liga gegen die Saudis. Und das schauen wir uns genauer an. Ich will sehen, wie Ronaldo jetzt performt. Oh, das ist das 1-0 für die Saudis. Ronaldo, 2-0, das sieht sehr gut aus für den Mann. Souveräner Auftritt der Saudi-League, die sich mit 2-0 durchsetzen. Damit ist der Run der Arabischen Emirate beendet. Und die Anteile gehen natürlich alle an die Saudi-Arabische Liga. Und die sind tatsächlich mittlerweile überall auf der Welt verteilt. Nani darf wieder wandern und zwar in die Saudi-Liga. Dieses Mal geht's nach Amerika. Die MLS ist am Start. Und für die geht's Richtung Süden. Oh ja, das wird jetzt spannend. Die MLS gegen die Saudi-League. Die Besten der Saudi-League gegen die Besten der MLS. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und am Ende des Tages gewinnt Al-Nassr, die Saudi-League setzt sich wieder durch. Unfassbar. Die MLS fliegt damit raus und so langsam wird's wirklich unheimlich. Was geht bitte mit der Saudi-League ab? Und der Transfer lohnt sich sehr. Chiellini in die Saudi-Arabische Liga, die hatten bis jetzt kaum gute Verteidiger. Al-Svenskan aus Schweden darf als nächstes ran. Und für die geht es Richtung Süden. Und das bedeutet Dänemark gegen Schweden, dänische Liga gegen schwedische Liga und die dänische setzt sich erneut durch. Bei Dänemark läuft's also gar nicht mal so schlecht. Wir warten
alle drauf. Wann kommt die Bundesliga? Dieses Mal kommt sie nicht. Wir gehen nach China. Und für China geht es Richtung Westen. Chinesische Liga gegen die Hellas Liga. Und das Team um Mertens setzt sich erneut durch. Eine wirklich beeindruckende Leistung der griechischen Liga. Und damit wechselt Oskar nach Griechenland. Weiter geht's. Oh, oh, oh. Es geht weiter mit der Serie A. Und zwar in Richtung Osten. Serie A gegen die kroatische Liga. Alles andere als ein Sieg für Inter und damit für die Serie A wäre wirklich eine Enttäuschung, die auch ein echt starkes Team zusammengestellt haben. Und sie verlieren mit 2:0. Das war's komplett. Die Serie A ist damit raus und bei Kroatien läuft. Ich habe heute wirklich das Gefühl, wir erleben eine Überraschung. Und Dinamo Zagreb schnappt sich Lautaro Martinez. Ich habe keine Ahnung, was das heute am Ende des Tages wird. Wir machen weiter mit Zypern. Und für Zypern geht es Richtung Süden. Zypern gegen Südafrika. Ein sehr, sehr wildes Duell. Und hier setzt sich am Ende des Tages Südafrika durch. Die Superliga Dänemark ist mal wieder am Start. Richtung Westen. Und das wird ein schweres Los, denn es geht gegen die Ligue 1. Da muss sich Paris mit KDB einfach durchsetzen. Easy win. PSG gewinnt mit 3:1. Damit auch die Superliga aus Dänemark raus. Weil der Ligue 1 läuft und die brauchen nicht mal Spieler von Dänemark. Und die Ligue 1 darf tatsächlich auch weitermachen. Und zwar Richtung Süden. Ein Kracherduell. Die Ligue 1 gegen die La Liga. Und dieses Kracherduell schauen wir uns natürlich an. PSG, Ligue 1 mit KDB und die La Liga. Ein Mix aus Barca, Atletico und Real Madrid. Sehr, sehr stark. Oh oh, die La Liga geht in Führung. Robert Lewandowski im Real Madrid-Trikot sieht falsch aus, aber läuft. Oh oh, Neymar 1:1, wichtiger Treffer für die Ligue 1. Und damit geht's ins Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten kein Gewinner. Neymar, knappe Kiste. Lewandowski souverän. Kevin De Bruyne gegen Courtois verschossen. Aber auch Luka Modric trifft nicht. Lionel Messi. Hält er dem Druck stand? Nein, er verschießt. Und sollte jetzt Asensio treffen, hat die La Liga gewonnen. Und er trifft, die La Liga wirft die Ligue 1 raus. Die Ligue 1 war doch schon auf dem besten Weg, die beste Liga der Welt zu werden. Aber da hatte die La Liga was dagegen. Wir sind auf der Zielgeraden und machen dieses Mal weiter mit der Pro League. Hartes Los für die Männer, denn für die geht's gegen die La Liga. Und die La Liga wurde gerade noch mal ein bisschen besser, denn Lionel Messi kehrt zurück. Keine Chance für Club Brügge, Real Madrid und damit die La Liga setzt sich 3:1 durch. Die La Liga und die Bundesliga sind die einzigen Top 5 Ligen, die übrig bleiben übrigens. Ich bin gespannt, ob die Saudis da noch mal reinkrätschen werden. Vorher darf aber die polnische Liga mal anfangen. In Richtung Osten gegen die finnische Liga. Wird sich Lukas Podolski mit der polnischen Liga durchsetzen? 4:1 gewinnen sie. Erster Schritt für Polen. Und damit kommen wir erneut zur La Liga wahrscheinlich. Und die sind natürlich stark. Und für sie geht es Richtung Süden. Also die La Liga gegen die südafrikanische Liga. Und natürlich, Real Madrid gewinnt mit 3:0. Und Lionel Messi erzielt dabei sogar 2 Tore. Und damit schnappt sich die La Liga Südafrika und Zypern. Oh, wir machen mal wieder weiter mit der Saudi League. Und für die Männer geht die Reise Richtung Osten. Interessantes Duell. Die Saudi League gegen die Hellas League, die auch schon einige Sachen eingenommen haben. Saudi-Arabien gegen Griechenland, das sollte eigentlich an Ronaldo und Co. gehen. Oh, Talisca mit dem 1:0 in der 60. Minute. Das ist das 1:1 in der 88. Minute. Oh mein Gott, die griechische Liga geht in Führung. Oh mein Gott, das ist die Entscheidung. Die griechische Liga wirft die Saudi-Liga raus. Unfassbar. Ich hätte wirklich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Was geht ab? Die Griechen machen das Unmögliche möglich. Was zur Hölle? Und das bedeutet, Cristiano Ronaldo schließt sich der griechischen Liga an. Und damit sind wir bei der Top 10 angekommen. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis wir wissen, was ist die beste Liga in FIFA 23. Wir machen weiter mit der Schweizer Liga. Hopp, Spitz, für die Männer geht's Richtung Westen. Also die Schweiz gegen die La Liga. Viel Spaß, Männer. Ey, war am Ende des Tages ein knappes Match. Nur 2:1 für die La Liga. Ich hätte es den Schweizern gegönnt. Also so langsam muss da jetzt wirklich mal die Bundesliga reingrätschen. Aber dieses Mal kommt die kroatische Liga an den Zug. Und zwar Richtung Norden. Und das bedeutet, wir sehen zum ersten Mal die Bundesliga. Kroatien gegen Deutschland. Und die Bundesliga sieht schon sehr, sehr stark aus, muss ich sagen. Der Mix aus RB, BVB und Bayern. Und sie gewinnen das Ding souverän mit 3:0. Die kroatische Liga ist damit raus. Und die Bundesliga nimmt endlich Fahrt auf. Als nächstes haben wir
Oh, wir haben schon wieder die Bundesliga am Start. Und für die geht's Richtung Süden. Und natürlich gewinnt sie auch das Duell 4:1. Die tschechische Liga raus. Und aktuell sieht alles nach einem Kampf zwischen der La Liga und der Bundesliga aus. Als nächstes kommen wir zur argentinischen Liga, wie es aussieht. Und für die Gauchos geht's Richtung Süden. Und die Männer fahren einfach immer weiter durch den Süden durch, bis sie gegen die griechische Liga zocken. Also jetzt bin ich gespannt. Die argentinische Liga gegen die griechische mit Cristiano Ronaldo. Und die Sensation ist am Start. Die Argentinier werfen Ronaldo und Griechenland raus. Oh Mann, Alter. Das war's mit Griechenland, die hier alles an Argentinien verlieren. Mal eben mit einem Spiel fast die ganze Landkarte eingenommen. Und das sieht jetzt falsch aus, aber Ronaldo wechselt, ja, nach Argentinien zu den Boca Juniors. Also jetzt wirklich die letzten Ligen am Start. Wieder Argentinien mit Ronaldo. Und die gehen Richtung Osten. Das bedeutet die argentinische Liga gegen die La Liga. Das wird spannend, aber ich denke, dass die La Liga sich safe durchsetzen wird. Ronaldo gegen Messi. Und Messi spielt bei Real Madrid und Ronaldo bei Argentinien, beziehungsweise in der argentinischen Liga. Was ist das denn? Robert Lewandowski 1:0. Ronaldo 1:1. Warum schießen die immer in den letzten Minuten noch die Tore? Das gibt's nicht. Komm schon. Messi mit dem 2:1 für die La Liga. Boah, Ronaldo mit dem 2:2. Oh mein Gott, was macht hier Ronaldo? Ronaldo, er macht das 3:2. Was sehen meine Augen? Es ist komplett unverdient. Und das Spiel ist aus. Die argentinische Liga wirft die La Liga raus. Was sehe ich hier? Also das war's komplett. Die La Liga verabschiedet sich. Und die argentinische Liga übernimmt fast die ganze Welt. Dabei haben sie kein gutes Team. Aber dafür haben sie jetzt nicht nur Ronaldo, sondern auch Lionel Messi. Die 5 letzten Ligen auf dem Glücksrad. Was soll das hier werden? Ohne Spaß. Was soll das hier werden? Es geht wieder weiter mit Argentinien. Und für die geht es Richtung Osten. Die Argentinier reisen also zu Portugal. Die portugiesische Liga sieht echt stark aus. Ich könnte mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass sie sich durchsetzen gegen Ronaldo und Messi in der argentinischen Liga und gewinnen tut am Ende sogar die portugiesische Liga. Ronaldo und Messi scheiden aus. Damit ist Argentinien geschlagen und die portugiesische Liga holt sich mit nur einem Game hier fast die ganze Karte. Und nach diesem Erfolg muss ich ihnen Messi und Ronaldo überlassen. Alles andere würde sich falsch anfühlen. Damit sind wir bei den letzten 4 Ligen angekommen und die Bundesliga ist tatsächlich noch im Rennen. Ich hoffe nach wie vor auf die Bundesliga und wir spielen jetzt mit der irischen Liga. Und für die Männer geht es, ja gut, gegen Portugal. Ist eigentlich auch egal. Wenn man sich die Teams anschaut, das Ding kann unmöglich an Irland gehen. Und die portugiesische Liga gewinnt tatsächlich nur mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Ich glaube, Messi hat nicht mal gespielt. Also portugiesische Liga, da muss man sagen, Glück gehabt. Bundesliga, Liga Portugal oder Extraklasa. Wer macht das letzte Spiel vor dem Finale? Es ist die Bundesliga. Und für die Männer geht es Richtung Osten. Bundesliga gegen die polnische Liga. Ganz ehrlich, das Ding kann nur an die Bundesliga gehen. Oh, 3:2 am Ende. Wirklich wieder eine knappe Kiste. Aber damit ist es klar, das Finale steht fest. Die Extraklasa scheidet aus und geht an die Bundesliga. Und damit steht das Finale fest. Liga Portugal gegen die Bundesliga. Aber welche Mannschaft hat Heimrecht und spielt vor den eigenen Fans? Ist es die Liga Portugal oder ist es die Bundesliga? Es wird tatsächlich die Liga Portugal. Ganz knapp. Es ist angerichtet. Das Finale zwischen der Liga Portugal und dem FC Bayern München bzw. der Bundesliga natürlich. Ich bin gespannt, wer wird die beste Liga der Welt in FIFA 23? Ronaldo mit einem langen Ball auf Messi. Messi. Oh. Ronaldo gegen Neuer. Ronaldo. Super Pass auf Rafa. Was passiert hier? 1:0 für die portugiesische Liga. Lionel Messi, Neuer ist am Start. Gnabry, die wollen den Ball hier wirklich reintragen ins Tor, aber schaffen es nicht. Die letzten Minuten ticken von der Uhr. Das macht Benfica bzw. die portugiesische Liga jetzt auch wirklich clever. Ein Angriff vielleicht noch. Oh mein Gott, wie kann man da abpfeifen? Skandal. Aber die Liga Portugal gewinnt das ganze Ding. Damit ist auch die letzte Liga, die Bundesliga, geschlagen. Und die portugiesische Liga sichert sich die letzten Teile. Und damit ist zumindest heute und hier in FIFA 23 die Liga Portugal die beste Liga der Welt. Cristiano Ronaldo und Messi zusammen in einem Team sind einfach nicht zu schlagen. Und wenn euch dieses unglaublich aufwendige Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, wird euch das hier auch noch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.